etwas, was wir empfangen haben, ist im Nord-Elsass, wo wir der Bekanntschaft von Jack Koch morgen gehen. Ehemaliger Lehrer hat er seine Unterrichte aufgesteckt, um sich total an der Zeichnung zu widmen. Er hat ganz kürzlich ein Buch rausgebracht. Los geht's. Salut. Salut, Willi. Geht, mach's. Prima, prima. Gut. Das neue Buch von Jack Koch ist in der paar Wochen in Buchhandlungen. Kennst du eventuell schon ein oder das andere richten, für wann kommst du für so unterschreiben? Ein Buch mit Texten, wo er illustriert hat. Ja, soll ich die machen? Ja, setz dich da an. Es ist das Zehnte, wo der Zeichner rausbringt. Ich habe 120 Autoren gefreut. Sie sollen mich mir einen kleinen Text schreiben. Und sie sind ganz frei, sie schreiben, was sie wollen. Nur muss ich anfangen mit La Terre C. La terre, c'est un baiser salé, une larme chaude, une étreinte fraîche, un rêve glacé, c'est une nuit bleue et un jour gris. C'est cueillir la pluie sur sa langue, mordre dans un fruit, c'est une mère qui nourrit, c'est celle qui nous a fait et que l'on défait. La terre, c'est celle qu'on oublie. In Bielefeld installiert, Tafel im Nord-Elsass, hatte Jack Koch immer Musik in den Ohren ohne Bleistift in die Hand. Auf dem Büro vor Vichy-Blätter, auf denen er Leute Sachen zeichnet. Kleine Geschichten, die oft mit Schule zu tun haben. Normal, wenn man weiß, dass er während Jahren Lehrer war. Ich male, seit dass ich ganz klein bin und habe das immer gern gehabt. Ich habe immer das Papier und Crayon, das alles gern gehabt. Und für meine Geburtstag wollte ich mir früher viele bestellen. Ich habe auch nie Zeichner werden, ich habe immer Schullehrer werden. Ich bin 28 Jahre Schulmeister gewesen. Und die letzten Jahre in der Maternelle. Und was alles passiert ist in meiner Klasse und in der Klasse von meinen Kollegen, das habe ich alles ab und zu gezeichnet. No? Ich male auch gerne Dinge, die richtig sind oder sogar manchmal politisch sind. Aber das meiste Dinge, die ich zeichne, ist mehr so wie im Traum oder mehr wie poetisch auch. Großer Liebhaber von allen berühmten BD-Autoren hat er sich manchmal vom Hergé, Sempé oder vom Tommy Ungerer inspiriert, aber nicht nur. Was mich inspiriert, ist die Natur. Die Natur, das Meer. Die Landschaft, das Leben, die Kindheit auch viel Kindheit und was man träumen kann, was man gerne hat. Und auch die Musik ist viel für mich, bedeutet sehr viel für mich. Bonjour. Bonjour. 1, 2, 3, 4. Mehrmals pro Jahr geht der Jack Koch wieder in die Schule, um die Beziehung mit Kind und den Lehrer nicht zu verlieren. Wie soll er machen? In Kleebusch. Sur ce livre, il y a écrit mon nom, Jack Koch. Pourquoi il y a écrit mon nom sur ce livre? Ouais. Parce que vous en êtes l'auteur. Alors, je suis pas l'auteur. L'auteur, c'est celui qui... L'auteur, c'est celui qui écrit. Qui écrit le texte. Illustré. Ah, j'ai illustré. Si je suis Edea, wie ma ouf morte, a kommt in Schule rein, a bringt Kultur in Schule rein und das gibt uns Lust. Rauszugehen und andere verschiedene Kulturen zu entdecken. La terre, c'est se rouler dans l'herbe, se coucher sur le sable chaud, sentir la fleur d'oranger. Qu'est-ce que tu aurais fait comme dessin pour illustrer ce texte? Un petit bonhomme qui se roule dans l'herbe. Qu'est-ce que j'ai dessiné, moi? Une personne regardant le ciel. Kinder, die immer wieder inspirierend sind für den Zeichner, wo dank ihnen langsam seine Weg widerspiegelt. Das ist wichtig, weil ich bin so lange in der Schule gewesen und wenn ich wieder einmal in eine Maternelle oder in eine andere Schule komme oder eine andere Klasse, macht es mir Pläsier, macht mir richtig Pläsier, ein bisschen mit den Kindern zu reden und schöne Sachen mit mir zu machen. Das gibt mir Kraft auch. Quand on a fini un dessin. Qu'est-ce que je fais à la fin? Moi, j'ai fini mon dessin. On le signe. Je le signe. Et je mets la date. Jetzt ist das Karusch dran. Er ist Holzschnitzler, schafft Arischgär im Garten und isst natürlich Arischgär gemäß. Er ist Gast von unserem Frau der Fresh.
Ich bin der Oskar Rüsch und bin pensioniert. Und was machst du jetzt? Jetzt bin ich beschäftigt mit. Ich tue gerne Holz schnitzen oder drehen und den Garten machen. Ein bisschen verdämmt vom anderen und warte, bis es wächst. Was ist am liebsten? Gemüse. Egal was. Alle Sorten Gemüse. Kein Fleisch? Doch, doch. Aber weniger als schon. Und was kochst du? Allerhand. Bist du frech oder frech? Frech. Fluchst du? Manchmal, wenn es tatsächlich nicht schlecht geht. Wie? Verdeck ich noch einmal. Welches ist dein liebster Ort im Elsass? Barville. Mit oder ohne? Mit der Sprache, die wir gelernt haben. Schnaps oder Cognac? Schnaps. Schnapsle. Wenn du ein Tier wärst, welches? Ein Hund. Warum? Ein Hund ist drei, wenn er gut besorgt wird. Was singst du nicht? Wagadam, brüchst du nicht traurig sein. Wagadam, wagadam, wagadam. Wagadam, lege dir noch Eier mehr. Wagadam, wagadam, wagadam.